Hey YouTube, es ist wieder Playtime mit der Haus und heute mal einem, ja, Let's Play kann man noch nicht sagen, ich nenne es mal mit einem Let's Anspielen. Und zwar von dem Spiel, ich weiß gar nicht, hier kam gar kein Intro jetzt, ob das noch kommt oder was, keine Ahnung. Und zwar von Path of Exile, keine Ahnung, wie es auf Englisch ausgesprochen wird. Ich sage jetzt einfach mal Path of Exile. Jedenfalls mit dem Spiel hier, Path of Exile, sage ich jetzt einfach. Das ist auf Steam verfügbar, ist, glaube ich, vor kurzem, also raus noch gar nicht so lange draußen. Ist ein kostenloses, ja, Hack'n'Slay wohl, in bester Diablo 2-Manier. Sah auch schon ein bisschen düster und blutig aus, also gefiel mir sehr gut. Und da habe ich mir gedacht, komm, das lädst du dir mal runter, das guckst du dir mal an. Und wenn ich es mir schon angucke, dann kann ich es ja auch direkt aufnehmen und ein Let's Anzeige rausmachen. Ich habe vergessen, die Zeit zu stellen, verdammt. Let's Anzeige, ja, ist klar. Ein Let's Anspielen zu machen. Ich habe mir gedacht, das machen wir so insgesamt, oh, ich denke mal eine Stunde, aufgeteilt auf drei Parts. Also jeder Part dann 20 Minuten. Ich denke mal, das müsste reichen. Wir sind jetzt hier auch schon direkt im Charakterfenster. Wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade nur auf Login geklickt, mit den Steam-Daten eingeloggt und dann kam sofort dieser Bildschirm hier. Ja, dann würde ich mal sagen, ich glaube sowieso, ich weiß schon, wen wir nehmen werden. Aber wir können uns die mal alle so ein bisschen angucken. Was haben wir denn hier? Die Witch. They were right to fear me. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Now I'm banished to Rayclast. I've heard the dark rumors, seen the terror in the other exiles' eyes. But to me, one land is like any other. The elements are my allies, the dead are my servants, and fear. Ja, scheint alles auf Englisch zu sein. Ein bisschen schade, aber gut. Ja, ich versuche das dann mal immer alles so einigermaßen so weit zu übersetzen, dass der Sinn dabei gekommen ist. Also das ist auf jeden Fall die Hexe. Und die hatten wohl kein Recht, sie zu fürchten. Hätten sie nur zugehört. Hätten sie nicht das Haus von ihr verbrannt oder ihr Heim verbrannt, wie auch immer. Hätte sie nicht die Kinder von denen genommen. Na nett, jetzt jedenfalls ist sie jedenfalls verbannt nach... Jetzt redet die schon wieder. Psst. Kann ich die wegmachen? Ah, jetzt redet die immer noch. Naja, das ist jedenfalls die Hexe. Also denke ich mir mal so, Caster, ne, schön wahrscheinlich mit sowas wie Angst machen und so weiter und so fort. Die Gegner, ja, vieren und sowas. Also Caster ist ja schon mal nicht so unbedingt der Dualist. Was soll ich solche Insults mit einer Action simply because of his high birth? That lord sang a different tune with 6 inches of steel in his guts. Now they call me a criminal for defending my honor. I'd do the same again to anyone who crossed me. I care naught for riches, little for friendship. The duel is all I need. I may be in exile, but I will carve a road back to Orioth, one foe, one victory at a time. Ill fortune may have banished me to Rayclast. But I will live to hear them scream my name in the great arenas again. Ja, also hat er wohl in einem Duell seine Ehre verteidigt, hat gewonnen und wird jetzt als Verbrecher angeklagt und ist dadurch auch ins Exil geschickt worden. Na, die sagen auch Exile. Okay, also Path of Exile. Wird natürlich unter dem Video verlinkt, ganz klar, logisch, ne? Wie gesagt, kostenlos. Was haben wir denn hier? Bestimmt die nette Elfe. Ach nee, keine Elfe, aber Ranger. Not a deer's, not a rabbit's, and not mine. Every soul has a birth-given right to live however they will, however they can. I take from the wilderness, and one day it'll take me in return. Not the fat lords of Orioth believe in such things. They call me poacher and thief, clap me in irons and haul me like cargo into exile. No matter. I'll make the forests and mountains of Rayclast my new home. My freedom and my bow, that's all I need. Ja, also, ne, typische Waldläuferin, würde ich mal so sagen. Die hier als Poacher, was heißt ein Poacher? Ich könnte mir vorstellen, dass das Wilderer heißt und als Dieb dargestellt wird. Worauf das hinausläuft, ist wohl, dass die alle irgendwie eine eigene Geschichte haben, die Klassen hier. Warum sie dann so gesehen ins Exil verbannt wurden nach diesem, wie hieß das, Rayclast oder so? Das ist ja auch mal nicht schlecht gemacht, denke ich mal, oder? Okay, gucken wir uns mal. Ja, das ist natürlich hier, ne, ganz klar. Krieger, Barbar, irgendwie sowas. Marodeur. Warrior. I was born to fight, raised to defend my tribe.
Now, I have been taken from my people, chained and exiled by cowards who fear death. Death is my brother. I do not fear him. I see him in the eyes of the men and beasts that I kill. I feel him traveling beside me to this new land, this Rayclast. He will take me to meet the ancestors when I am not ready. Ja, also wie gesagt, ne, der typische Krieger hier, so Stammeskrieger. Irgendwie kann man sich den eigentlich auch angucken oder so? Nee. Schade, ich dachte, ich kann man vielleicht noch drehen oder sowas. Gut, was hatten wir denn noch nicht? Aha, das ist sowas wie Duellist. Der scheint mir sowas wie ein Schurke zu sein. Schatten! Oh, passt ja. Silence a big mouth, get a big payout. And no one was going to be the wiser. Tidy, except for one loose end. Me. I would have kept my mouth shut. Professional integrity, it's called. Unfortunately, not something my employers believed in. They raised a toast to a job well done. I drank, and the next thing I know, I'm on this stinking crate bound for exile. It's not a complete loss, I suppose. The way I hear it, there'll be plenty of work for a man of my talents in Rayclast. Scheint also so der Assassine zu sein, ne? Der Attentäter. Und was haben wir dann hier noch? Sieht aus wie ein Mönch oder so, ne? Bisschen wie Zeus. Der Templar. I fought, wept and bled for God and the Order. I would have died for my Templar brothers. Every single one. And how do they reward my piety, my devotion? They exile me to the land of the damned, to Rayclast. I know now that my brethren are merely God's tools. He has given me this path to walk. So I shall muster my strength and my power, and my faith. It is my shield against the darkness to come. Gut, ein Mann der Kirche. Naja, gut. Tja, die Frage ist natürlich jetzt... Also ich schwanke zwischen zweien. Aber ich glaube, für das Let's Anspielen nehmen wir ihn hier. Mit dem kann ich mich gut identifizieren. So ein alter Mann. Mich in Hager hier die Rippen schon am rausgucken. Ja, der erinnert mich sehr an mich. Den nehmen wir. Was haben wir denn hier noch? League Domination. This League run from October 23 bis zum 23. Februar. Alle 8 komplett machen. Die Herausforderung. Oh, dann gibt es ein exklusives T-Shirt. Domination and Nemesis Leaders contain new item types, recipes and unique items. Achso. A character killed in Nemesis becomes a standard character. Oh, Rare Monster. Mhm. Nemesis characters will become Hardcore Characters. Also hat man hier verschiedene Modi, die man durchspielen könnte. Dann würde ich sagen, hier sehe ich gerade was mit Standard, dann spielen wir Standard. Hardcore, ja, Hardcore wird wahrscheinlich sein. Tot. Tod für immer, alles weg. Name, dann gucken wir mal. Der Haus. Oh, jetzt macht das Mikro bestimmt wieder fripp, fripp. Was? A character with this name already exists. Wie kann das denn angehen? Versuchen wir es mal mit unserem Knurzel. Ja, der ging doch noch. Wunderbar, wenigstens der epische Name. Nur für die Charakter angucken. Boah. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das sieht doch schon mal interessant aus, wie er da so liegt hier. Die Arschbacke so gerade eben noch bedeckt. Okay. Gut. Ja, man sieht hier unten, ne? Ich weiß nicht, wer die Spiele so kennt, so. Doch schon sehr Diablo-like, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich linke Maustaste. Das wird wahrscheinlich die mittlere und das die rechte sein. Dann haben wir hier noch so ein paar Schnelltasten. Open the Microtransaction. Stash. Was? Ach, das wird wahrscheinlich der Itemshop sein. Ja, natürlich. Oh, da ist der Chat. Ja, man spielt das hier automatisch, glaube ich, online. Ich weiß gar nicht, ob man das... Ich weiß noch gar nicht, ob man das... wie Pay to Win. Nein, das wäre aber doof. Thank God it's not. Achso, it's Pay to Look Pretty. Ah, okay. Das heißt also wohl, dann kann man hier nur Sachen kaufen, die halt gut aussehen. Das wäre auch mal geil. Also wenn das kein Pay to Win wäre, wäre ja schon mal richtig geil. Ach, der Chat, der stört mich jetzt aber ein bisschen. Kann man den hier irgendwie kleiner machen? Chat Enter, Shift Enter for Global, Control Enter for Whisper Chat. Kann ich den auch irgendwie kleiner? Weil das stört jetzt doch ein bisschen, wa? Also das ist ja jetzt doch ein bisschen... Ja. Na super.
Ja, da muss ich dann mal gucken, ob das irgendwie machbar ist. So, klicken wir einfach mal hier mitten ins Wasser. Arme Kerl, holt sich ja noch ein Tod hier. Ja, doch, das bin definitiv das... oh, da können wir aber schon aufnehmen. Driftwood! Was? Scepter oder so, ne? So. Dying Exile. Was heißt denn dieses Dying wieder? Dying heißt das sterbend? Ertrinkend? Ich weiß gar nicht. Aber den können wir anscheinend anblubbern. Gerald, hate it? They dumped 2 dozen of us exiles off that ship. Guess that makes us the lucky ones. Luckier than this poor bastard beside me. At any rate. Splinter sticking out of me? Missed all the important bits. I saw smoke at those ruins up the beach. Go get some help. And on my chest. Los! Alter, was war das denn? Warst du nicht eigentlich. War der nicht. Der war tot, der sieht irgendwie. Undead! Ach, das ist ein Zombie geworden. Aha. Okay, dann hauen wir mal drauf. Ja, auch wieder typisch Diablo-Manier hier. Oder überhaupt wieso? Glacial Hammer, das Hammer. Und ach, da liegt auch noch was. Okay. Alt drücken, um Gegenstände zu zeigen. Ach, jetzt haben wir schon alle aufgehoben. Gut. Ach, das mit dem Chat ist ein bisschen. Naja, egal. I schätze ich mal. Ja, Inventar. Was haben wir denn da? Scroll of Wisdom. Achso, identifizieren, okay. Cold Attack Melee, Level 1, was? Hits the enemy, converting some of your physical damage to cold damage. Achso, dass man ein bisschen mehr Kaltschaden macht. Statt physischen Schaden, Kälteschaden. Oh! Ah, wenn er eingefroren ist und weniger als ein Drittel Leben hat. Selbe Shatter when hit by Glacial. Was heißt ein Shatter? Auseinanderklirren oder was? Also in Scherben zerspringen? Requires a mace or staff. Das ist ein Mace. Ach, da ist so ein roter Sockel. Ah, das könnten wir denn in den Sockel rein. Ah. Aha. Place into an item socket of the right color to gain this skill. Ach, so kriegt man dann die Skills. Aha. Right click to remove from a socket. Das ist ja cool. Okay. Was mehr Trinke haben wir nicht? Die füllen sich auf, wenn wir Monster töten. Das ist ja nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier auf der rechten Maustaste den Glacial Hammer. Ach, so kriegt man dann die Skills. Alter, der Chat hier. Nein! Nein, das geht ja gar nicht hier. Das ist ja... Hört das dann jetzt hier auf? Nein! Immer noch so viel. Ich will das nicht. Also, das ist nur... Ach, das ist gar nicht... Das hat nichts mit dem Anzeigen zu tun, sondern... Nein, ich... Ja, wir könnten die eine mal hier... Ah! Ich glaube, jetzt haben wir den Chat ausgestellt. Wunderbar, weil das, kann man eigentlich auch... Jo! Ach ja. Aha, okay. Okay, ah, wieder rauszoomen. Gut. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal einfach hier. Ach genau, Alt mal vielleicht ab und zu drücken, ob hier was liegt. Sandspitter. Sandspucker. Heißt das, glaube ich, oder? Noch mehr Zombies. Aha. Der Skill ist nicht schlecht. Ja, der alte Mann, der zeigt den jetzt erstmal hier den Zombies, wo eigentlich der Hammer hängt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das sieht schon cool aus, so von der Grafik her. Muss ich sagen, gefällt mir das sehr, sehr gut. Oh, noch ein Driftwood Scepter, keine Ahnung. Auf jeden Fall noch eine... Warte mal. Ihr Mistviecher. Verschwindet! Oh, 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 unser Life. Und dann nehmen wir mal eben schnell was ein hier. So. Und wieder drauf. Bam. Bam. Klatsch. Oh. Daneben getroffen. Ich glaub's ja nicht. Also die Kämpfe gestalten sich momentan ja doch noch als relativ schwierig, finde ich. Oh, ein Rusted Sword und ein Iron Head. Ach, er rüstet die auch sofort aus und... Man sieht auch sofort den Unterschied. Das ist schon mal schön. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dass das alles dann nicht so gleich aussieht, was man findet, sondern dass dann wirklich die Sachen auch anders aussehen und optisch am Char auch sofort auffallen. Das finde ich schon mal geil. Oh, da könnte natürlich dieser Sammeltrieb dann gut geweckt werden, den es ja in Diablo 2 so schön gab. Ach, Diablo 2, das war so ein geiles Spiel. Was heißt wahr? Ist es immer noch? Ist es ja immer noch? Und dann bringen die sowas wie Diablo 3 raus. Okay, aber wir wollen uns jetzt hier drauf konzentrieren. Das sieht ja schon mal so. Also, ne, bewegen tun wir uns auch, indem wir einfach
Linksklick irgendwo hinmachen, das gleiche bei den Gegnern anklicken, gedrückt halten, dann schlägt er die ganze Zeit drauf. Da lacht er schon wieder was. Iron Greaves, okay. Dann schlägt er halt drauf, ja, halt hier rechte Maustaste, ne, für den Einskill. Ich schätze mal, wie gesagt, das wird dann wohl die linke, die mittlere Maustaste sein. Das hier, ja, sieht schon sehr, sehr Diablo-like aus, finde ich so, Diablo 2-mäßig. Erinnert mich doch sehr stark daran. Macht aber nichts. Also grafisch gefällt es mir sehr gut, für ein, vor allen Dingen für ein kostenloses, also... Ah ja, dann zerspringen die, das ist dieses Shattern wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Wobei ich sagen muss, dass ich die Kämpfe momentan als relativ schwierig empfinde. Oh! Oh! Jetzt habe ich gar nicht mehr aufs Live geachtet. Ach, da steht auch noch ein Einzelner runter. Nehmen wir uns erstmal den hier, die wir sind. So. Was wollte ich sagen? Genau, also die Kämpfe kommen mir doch noch relativ schwierig vor, muss ich sagen. Na, na. Jawohl. Liegt hier was? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Und bam. Wo kommen die ganzen Zombies her? Ach, das sind wahrscheinlich alles solche, die auch ins Exil geschickt wurden. Ja? Die aber nicht so viel Glück hatten wie wir und überlebt haben. Nicht überlebt haben. Doch, wir haben ja überlebt. Also wir hatten Glück, die nicht. Die haben zweimal Pech, weil die sterben nämlich jetzt zweimal. Nur, dass sie hiernach wahrscheinlich nicht mehr aufstehen werden. Was haben wir hier? Und so wieder ein rostiges Schwert. Na gut. Alles mitnehmen erstmal hier. Alles. Alles erstmal betrachten hier, angucken. Ach, das sieht schon schön. Doch, das gefällt mir wirklich hier. Ach. Ist doch herrlich. Erstmal hier. Nein, da sage ich jetzt nichts so. Obwohl, hier gucken ja eigentlich keine, hier dürften ja eigentlich keine Kinder zugucken. Aber ist ja doch schon ein bisschen blutiger, ne? Also nicht unbedingt für Kinder geeignet. It would seem my God has no need for my company just yet. Ja, ich habe jetzt leider nicht so wirklich mitgekriegt, was er gesagt hat. Irgendwas mit seinem Gott hat wohl keinen Bedarf an seiner Gefolgschaft? Oder hat er, oder hieß das, war das jetzt so von wegen, es scheint so, als ob sein Gott noch nie einen größeren Bedarf an seiner Gefolgschaft hat. Oh, 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 da leuchtet was. Das gefällt mir mal gerade gar nicht. Da gehen wir mal erstmal weg. Weil als eingefleischter Diablo 2-Spieler gehe ich dann sofort erstmal aus, wenn da sowas leuchtet, so ein Fleck, wo Gegner sind, dass da irgendein heftiger Gegner mit zwischen ist. So ein, keine Ahnung, Boss-Gegner oder sonstiges. Also, halt uns erstmal noch ein bisschen fern. Klatsch weg. Jawohl. Bäm. Doch, also so gefällt mir das. Ah, die Hintergrundmusik gefällt mir auch sehr gut. Finde ich sehr stimmig. Grafisch, wie gesagt, also finde ich das mal super. Vor allem, wenn man sich überlegt, ja, da spielt wieder einer für Team Fortress 2. Genau, üb schon mal. Ja, ja, da kommt ja demnächst dann auch ein Let's Play Together mit Team Fortress 2. Was ist das denn hier? Ach, so erhöht man die Skills. Noch 15 Mal anwenden oder was? Dann wird der Skill stärker. Oder diese Rune, die uns den Skill gibt. Aha. Das ist ja mal interessant gemacht. Das ist ja mal auch nicht schlecht. Das heißt also, in dem Sinne kommt das einem bekannt vor, was es hier so gibt. Und auch so ein bisschen, wie gesagt, die Optik hier unten von unserer Leiste kommt mir doch sehr bekannt vor. Muss ich sagen. Erinnert mich doch sehr stark an Diablo 2. Bam, bam. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, erinnert mich ja doch sehr an Diablo 2, das hier unten. Aber es hat doch auch eigene Sachen. Also es hat anscheinend von dem einen oder anderen Spiel halt was genommen, was gut gelaufen ist. Ach, das war nur eine Fackel. Gut, gut. Okay. Das sieht so aus, als ob wir langsam in zivilisierteres Gebiet kommen, ne? Eventuell. Okay. Barrel, würde PewDiePie sagen. Barrel! Bei dem wären es wahrscheinlich auch die Barrels gewesen, die hier die Menschen zu Zombies gemacht haben, ne? Was war das? Ach so, jetzt hat unser Skill... Ah, jetzt können wir den aufleveln. To level up this Glacious Hammer Gem. Right click to dismiss this without leveling the Gem. Nein, ich würde sagen, den Level machen wir direkt, oder? Klingt doch gut. Nochmal ein Iron Head, okay? Aber erstmal machen wir hier so kurz die Zombies in der Nähe weg. Ah, wir treffen aber noch sehr oft daneben, habe ich das Gefühl. Oh, ich achte gar nicht auf die Zeit. 18 Minuten gleich voll. Okay, 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 okay. Moment, dann machen wir mal eben hier. Achso, jetzt ist er automatisch gelevelt, oder wie? Wo ist er denn? Da.
Hat sich denn da jetzt was getan? Macht er jetzt mehr Schaden oder so? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel davor. Jetzt auf 308 bringen. Okay. Was haben wir hier? Armor 6, Armor 7%. Armor 6 und Qualität plus 7. Okay. Armor 8, Armor 8. Armor 14, Armor 14. Okay. Ja gut, ein Schwert wird uns wahrscheinlich jetzt weniger was bringen, denke ich mir mal. Improves the quality. Achso, damit kann man die Qualität verbessern. Was auch immer das bringen mag. Gut, naja, okay, da gucken wir dann später mal, was das Driftwood Vent. 12% increased spell damage. Gut, dann würde ich sagen, hier mal kurz einmal ein Schnitt mehr oder weniger. Moment. Schluck Kaffee nochmal schnell zum Abschluss. Und dann sage ich einfach mal, sehen wir uns im nächsten Part dieses Let's Anspielen wieder. Bis dahin.